Herzlich willkommen zum neuen Video. Heute wollen wir uns einmal einem neuen Format widmen, und zwar Area 13 Monatsupdates. Das wollen wir jetzt halt, wie schon der Name sagt, einmal im Monat machen. Und euch einfach mal so neue Infos geben, was ist im Monat passiert, was wurde gemacht und auch einen Ausblick geben auf den neuen Monat, auch gerade nach Corona, wenn wir wieder öffnen dürfen, dass ihr dann auch immer die neuen Events, die für die Nummer geplant sind, auf jeden Fall mitbekommt. Denke ich mal, ist ganz cool. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sagt, findet ihr sinnvoll oder nee, lasst die Scheiße lieber. Das ist dann eure Entscheidung. Genau, aktuell sind wir noch im Januar, also jetzt Ende Januar. Ich denke mal, haben alle mitbekommen, ist immer noch Lockdown, also immer noch alles geschlossen. Die Halle genauso wie unser Shop. Aber natürlich, unser Online-Shop, wie schon mehrfach erwähnt, ist natürlich für euch geöffnet. Ist ja auch aktuell verlängert worden, jetzt erstmal bis zum 14.02. Aber auch nicht wirklich mit Aussicht, dass es danach sofort wieder weitergeht. Also stellen wir uns schon mal alle seelisch und moralisch eher auf den März ein. Meine Hoffnung immer noch so, Mitte März vielleicht, dass es dann wieder richtig losgehen kann. Ich denke mal, der Shop vielleicht schon eher, vielleicht so Ende Februar, dass dann auch wieder der Einzelhandel öffnen darf. Aber ich gehe nicht davon aus, dass dann hier die Sportstätten sofort wieder ihre Tore öffnen dürfen. Ich hoffe es natürlich, also von mir aus gerne morgen, kann es losgehen. Aber da müssen wir halt warten, was da rauskommt. Gut, zum Monat Januar. Einiges passiert auf jeden Fall. Wir haben oben den Shop komplett umgebaut. Ist ein neuer Raum dazu gekommen. Ist jetzt unsere Waffenkammer. Da wird alles drin geglitzelt sein. Wir haben quasi deutlich mehr Airsoft-Auswahl als vorher. Auch mehr Paintball-Auswahl. Alles noch ein bisschen unterteilt in Woodland Macfeed und in Sub-Air-Bereich. Auch mit verschiedenen Dekorationen. Also ich denke mal, das passt ganz gut. Und wir haben noch einen neuen Bereich mit reingenommen. Wir haben jetzt auch noch Schreckschusswaffen mit im Sortiment. Aktuell noch nicht online, erstmal dann nur im Shop, sobald er wieder offen hat, weil wir erstmal testen wollen, wie kommt das bei euch an? Ihr könnt doch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sagt, Schreckschuss ist ein Thema für mich oder nö, eher nicht. Ich finde es ganz cool, gerade mit diesen Abschussbüchern hier für Feuerwerk, vielleicht auch an Silvester ganz cool. Testen wir auf jeden Fall mal aus. Also da haben wir umgebaut im Shop, ist auch jetzt wieder neue Ware im Anrollen, dass sobald wir ein Datum haben, wann wir wieder öffnen können, der Shop halt auch richtig schön gefüllt ist. Und wenn ihr kommt, ihr euch über ein neues Sortiment freuen dürft, deutlich mehr Auswahl auch an Zubehör, mehr Markierer, mehr Airsoft, mehr Paintball und halt die Schreckschuss dazu. Denke ich mal, das ist auf jeden Fall richtig gut geworden. Gefällt mir selber auch sehr gut, das neue Shop-Konzept. Also da, sehr schick. Dann haben wir das obere Spielfeld auch nochmal umgebaut. Nicht ganz so extrem wie das untere, muss man sagen, weil es war schon ziemlich cool oben. Aber so ein bisschen haben wir es trotzdem nochmal verändert. Auch einige Laufwege neu. Ich finde nochmal ein bisschen mehr Action. Weil es jetzt auch nochmal mehr Wege gibt, wie ich halt laufen kann. Ein paar neue Durchbrüche sind drin, wie gesagt, ein paar sind noch zu und wir haben auch deutlich mehr Fässer auf dem Spielfeld verteilt, dass ich ab und zu nochmal eine Deckung habe, damit ich mich schnell hechten kann. Und es ist halt geil, wenn ich da drauf schieße, habe ich dieses Klimm. Das ist halt auch eine richtig geile Sache. Von daher denke ich mal, das obere Spielfeld auch geil geworden. Haben wir jetzt schon ein Video abgedreht, wird jetzt auch die nächsten Tage noch auf YouTube veröffentlicht werden. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Dann haben wir jetzt noch ein neues Projekt, hier wo ich gerade stehe, jetzt ist schon hinter mir die Wand. Das hier wird unser neuer, ich sag mal, Mediaraum, weil wir da jetzt auch mehr Gas geben wollen, alles im Bereich, was mit Medien zu tun hat, noch mehr YouTube, Instagram, Facebook, Qualität auf jeden Fall steigern. Das wird eine richtig coole Sache. Da bauen wir hier gerade einen Raum aus, ist noch nicht fertig, aber wir haben zum Beispiel schon mal hier, schon mal die Wand hier freigelegt, finde ich persönlich sehr geil. Ich stehe da auf diesen Industrielook und das wird auf jeden Fall hier ein cooler Raum werden, wo wir dann halt sowas hier produzieren können. Aber da ist es auf jeden Fall noch ein Video, wenn das Ganze fertig ist. Ansonsten haben wir im Januar noch unser Area 30 Performance Shop veröffentlicht. Wollen jetzt auch immer mehr ein bisschen mehr so Sportswear produzieren, dass man einfach sagen kann, ich habe eine coole Paintball und Airsoft Marke, wo ich sagen kann, okay, ich finde das Logo geil, ich finde die Philosophie dahinter gut. Dass man sagt, egal ob Paintball, egal ob Airsoft, ist ein geiler Sport, kann ich auch nach außen tragen. Das Performance-Shirt ist so ein Funktions-Shirt, also quasi wenn ihr schwitzt, trocknet halt sehr schnell und fügt sich auf jeden Fall schön an. Wer noch keins hat, verlinke ich gerne nochmal mit rein, könnt ihr euch gerne noch mit holen. Und schon mal vielen Dank an alle, die schon eins gekauft haben, weil aktuell, wie erwähnt, alles zu. Nur unser Online-Shop hat offen, da ist natürlich jede Einnahme, die zusätzlich reinkommt, eine schöne Einnahme. Muss man einfach mal so schön sagen. den Bereich wollen wir auch noch mehr ausbauen, also es kommt noch deutlich mehr, zum Beispiel auch hier diese Mützen. Aber auch noch ein bisschen anders, aber so die Mützenart kommt dazu. Zum Beispiel hier die Folie leuchtet sogar im Dunkeln, also wenn ich jetzt eine Weile draußen war, kommt dann ins Dunkle rein, dann leuchtet die so grünlich. Auf jeden Fall auch sehr geil. Hier kommt auch noch ein bisschen was, hier ist gerade so eine leere Patchfläche. Da kommt bald ein neuer Patch von uns. Auch ein richtig geiler geworden, passend natürlich zum Thema. Aber dazu später mehr.
Ja, ansonsten war es im Januar halt nicht so viel los. Ich denke mal, ihr ja, könnt ihr euch denken, warum. Natürlich jetzt auch für den Februar noch kein Ausblick an Events, weil wir halt noch nicht wissen, wann wir wieder öffnen dürfen. Aber so viel sei schon mal gesagt, in Planung ist da einiges. Auch ein geiles Nachtevent wird es geben. Ja, ich denke mal, da wird das Jahr richtig geil werden. Sobald wir halt ein Datum haben, können wir dann auch schön die Events planen. Dass wir da ein bisschen mehr machen als letztes Jahr. Ich denke mal, das ja, kommt bei euch auch dann ganz gut an. Natürlich, sobald es wieder öffnet, die ersten Wochen werden, denke ich mal, voll werden. Da werden wir erstmal mal normalen Regelbetrieb laufen lassen. Weil natürlich erstmal wieder jeder Bock hat, jeder will zocken. Und höchstwahrscheinlich wird es ja wieder unter Auflagen passieren, dass wir halt nur eine gewisse Anzahl an Leuten reinlassen dürfen. Und da ist natürlich ja, nicht verkehrt, wenn man da die Personenanzahl erstmal ein bisschen streckt auf den gesamten Zeitraum. Aber danach wollen wir auf jeden Fall ordentlich Events rausballern, dass er da auch immer richtig schön was erlebt, wenn er in die Area kommt. Aber macht er so oder so. Gut, dann würde ich sagen, soweit erstmal zum Januar. Und ihr könnt gerne mal reinschreiben, wie ihr so ein Format findet. Ob ihr sagt, sollten wir jetzt halt jeden Monat ein Video machen. Oder halt eben auch nicht. Gut, dann würde ich sagen, bis später.